Ich habe es schon angedeutet, auch der Orgasmus ist ein Phänomen, das es nicht für kleine Münze gibt. Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf den Orgasmus sind nennenswert. In einer Untersuchung von der Sexualwissenschaft heißt es, 30 Prozent aller Frauen haben mindestens vorübergehend eine Sexualstörung mit gehemmtem Orgasmus. Also, das heißt, er verzögert sich oder tritt gar nicht erst ein. Und 30 Prozent der Männer haben mindestens vorübergehend eine Sexualstörung mit vorzeitigem Samenerguss der Ejakulatio präcox. Mit anderen Worten, er kommt zu früh, sie kommt zu spät. Na prima, das passt ja toll zusammen. Genau da stellen sich Schwierigkeiten ein. Es gibt irgendwo die Vorstellung, dass der reife Orgasmus eines Paares der gemeinsame ist, und zwar gemeinsam heißt es zur gleichen Zeit, bei der gleichen Technik, bei der gleichen Praktik. Und wie ich Ihnen schon gesagt habe, aus den Sexualuntersuchungen der medizinischen Hochschule Hannover ging hervor, was übrigens falsch ist, dass der gemeinsame Orgasmus so selten ist wie der Sechser im Lotto. Ich weiß, vor diesen Fernsehern sitzen jetzt gerade Menschen, die den gemeinsamen Orgasmus haben und kennen und nicht jedes Mal Sechs Richtige im Lotto haben. Also das heißt, es ist schon häufiger. Aber die Frage, die sich Ihnen dabei auch stellen wird, ist, wie kann, kann es denn zu dieser Diskrepanz kommen? Wir haben unterschiedliche Vorstellungen dafür, wie ein Orgasmus zu organisieren ist. Ich wiederhole Ihnen die Fragen, wer ist für den Orgasmus eines Paares beim Sex verantwortlich? Ist er es oder ist sie es? Er für seinen, sie für ihren oder umgekehrt, sie für seinen und er für ihren? Wie ist es denn richtig? Nun, wie bei allen anderen Dingen in der Sexualität auch, gibt es hier kein Richtig oder Falsch. Die beiden machen das so, wie sie es richtig finden. Und ob das einer Norm entspricht, ist dabei ganz egal. Aber da muss man auch erst einmal hinfinden. Wir haben einmal grundsätzlich die Schwierigkeit, dass es so viele Spielvarianten der Sexualität gibt, dass man schon bei einigen seltenen Erscheinungen sagen muss: "Er hat aber Glück gehabt, wenn er jemanden gefunden hat, der das mitmachen will." Und dann auch noch technisch auf dem gleichen Stand zu sein, das heißt also von der Sexualtechnik oder Erotik her zum gleichen Zeitpunkt zum Orgasmus zu kommen. Die Aufgabenverteilung ist unterschiedlich, sie kann es gerne auch sein. Wenn er und sie sich einigen können, dann soll mir das egal sein. Wenn dieses Pärchen sagt, bei uns kümmert sich er um beide Orgasmen. Und da gibt es nun auch eine Schwierigkeit. Um den Orgasmus ranken sich überhaupt einige Mythen. Noch unsere Großmütter dachten, dass Frauen einen Orgasmus überhaupt nicht bekommen können. Und so blieb letzten Endes nicht nur der Orgasmus der Frau, sondern überhaupt ihr gesamtes Geschlechtsorgan im Wagen. Es hieß tatsächlich, dass das weibliche Geschlechtsorgan ein Nichtorgan ist, das fehlen, das nicht eine, keine andere Interpretation zugelassen hat, als dass es bei den Frauen einen Penisneid gibt. Und aus diesem Mangelorgan aus diesem kaum vorhandenen, eigentlich gar nicht vorhandenen Organ war eigentlich eine sexuelle Befriedigung heraus auch nicht zu erwarten. Dann wurde dort deutlich auch als gesellschaftlicher Diskurs, dass Frauen sehr wohl einen Orgasmus bekommen können. Die haben gesagt, aber hallo, das lassen wir uns doch nicht sagen, wir kriegen einen Orgasmus. Aber dann stellte sich heraus, dass die Innervation, das heißt die Nervenversorgung der Vagina, ungefähr so intensiv war wie die, die des Rektums, das heißt also nahezu null. Und dass das eigentlich stimulationsfähige Organ die Klitoris ist. So, meine Herren, und was machen Sie jetzt mit diesem Wissen? Aus dieser Information geht hervor, dass ein Orgasmus der Frau beim normalen Geschlechtsverkehr nicht möglich ist. Das heißt, es braucht also den Einsatz der Zunge oder der Hand, am besten des Partners, nach vollzogenem Geschlechtsakt. Anders kommt die Frau nicht zum Orgasmus. Bis ein österreichischer Arzt. Einen Punkt auf der Innenseite der Vagina entdeckt hat, den er dann nach sich zu nennen, sich getraut hat, den G-Punkt, aber der Arzt hieß nicht G, sondern Gräfenberg. Und dieser G-Punkt, das sei die eigentlich stimulationsfreudige Stelle im Inneren der Vagina, die der Frau zum Orgasmus verhelfen könnte. Aha. Bis bei einer Vorlesung, Claudia Gerke sagte, wir lassen uns doch von einem Mann nicht sagen, wo wir unseren Orgasmus kriegen, und erklärte kurzerhand die Gesamtvagina zur orgasmusfähigen Zone. So, und wenn wir auf diese Art und Weise sehen, dass nicht nur ein Geschlechtsorgan eine Historie, eine, History, eine Geschichte hat, sondern auch das damit verbundene Erleben, dann kann man auch nachvollziehen, dass Männer heutzutage nicht mehr so recht wissen, was denn nun stimmt. Ist es der G-Punkt oder ist es die gesamte Vagina oder geht das gar nicht oder muss ich hinterher doch mit der Zunge oder dem Mund ran oder was ist hier eigentlich richtig? Und damit sind die Verantwortungen verteilt. Nehmen wir ein junges Paar, das wir nochmal für eine kurze Weile beobachten wollen, von bei dem sie sagt, ich... Kriege beim Geschlechtsverkehr keinen Orgasmus. Sie können fast darauf wetten, dass mindestens ein erwachsener Mann innerlich wenigstens denkt: Na, das wollen wir doch mal sehen hier. Ha 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 ha! Na, das wollen wir doch mal sehen hier. Trommel, Trommel. Und dann fängt er an, sich Mühe zu geben. Und nun stellen Sie sich bitte die Situation vor. Sie hat also gesagt, ich kriege beim normalen Geschlechtsverkehr keinen Orgasmus. Was soll das denn heißen? Bei Unnormalem etwa? Nein, auch so nicht. Okay. Und er hat gesagt, den Kampf nehme ich auf. Und dann verschwindet er mit seinem Kopf so langsam Richtung Süden, Leibesmitte und bemüht sich, ihr beim Geschlechtsverkehr oder mindestens danach einen Orgasmus zu verschaffen. Also. Sie verstehen die Situation, er gibt sich Mühe. Er bemüht sich. Er müht sich ab. Also ich meine, er gibt sich wirklich Mühe. ho, 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 ho. Sie haben es gehört, er gibt sich wirklich Mühe. Und dann schaut sie, während er sich da unten so ein bisschen Mühe gibt, so an sich runter und sieht auf seinen Schädel und denkt sich so Sachen wie: Ja, er gibt sich ja wirklich Mühe. Er gibt's, ja, er gibt sich wirklich Mühe. Oh Gott, ja. Er gibt, also ich meine, er gibt sich wirklich Mühe. Ja, dann will ich ihn mal belohnen und wir sind bei der Harry- und Sally-Situation. Und so geht's nicht. So klappt das nicht. Das heißt also, aus diesem Dilemma heraus, dass beide vielleicht nicht so richtig informiert sind darüber, wer für den weiblichen Orgasmus zuständig ist und wie er eigentlich geht. Aus diesem Dilemma heraus entsteht eine Situation, die den Orgasmus noch einmal zusätzlich schwierig macht. Denn wenn wir jetzt unseren Informationen entsprechend handeln müssen, wo bleibt denn dann der Spaß? Auf der einen Seite die Info, Frauen kriegen nicht so ohne weiteres einen Orgasmus. Männer schon, sogar schnell. Ich weiß das, ich bin ein Mann, das kann sehr schnell gehen. Da verschieben sich dann die Aufgabenverteilungen und ich glaube ein sehr viel freudloseres Wort über Sexualität kann man kaum sagen als Aufgabenverteilung. Wir sind also mit einer Situation konfrontiert, die per se und ich sage es mal so, wie ich es vermute, zur Zeit in diesen Jahren wirklich Schwierigkeiten mit sich bringt. Wir wissen über den Orgasmus der Frau nicht genug, um die Situation richtig einzuschätzen. Und ich habe vorhin gesagt, zurzeit ist es im Grunde empfehlenswerter, über all diese Dinge nicht allzu viel nachzudenken, denn das Nachdenken, das Reflektieren, ist der Feind des sich einfach gehen Lassens.